Er gibt halt viele, also, weiß ich nicht, macht ihr Gesellschaftsspiele noch? Also wie bei uns ist das halt dann Phase 10. Wenn wir dann mal, also in einer anderen Konstellation ist es zwar dann, aber dann ist es halt Phase 10. Oder wir pokern wirklich einfach ein bisschen. Oder ja, was kommt sonst noch dabei um und auf? Ja, Monopoly ist natürlich ein tolles Spiel, um Freundschaften zu zerstören. Ne? Ich glaube, Monopoly ist irgendwann mal ein Grund gewesen dafür, dass Krieg entstanden ist oder so. Jetzt Wolf Weißenstein brauche ich auch noch. Den habe ich dann natürlich auch nirgendwo mehr stehen, ne? Ups. Ah, toll. Ich habe da hier gesehen, irgendwo war noch ein Stein. Der irgendwo hat hier sich noch was gedreht. Ich muss alles mitnehmen. Nein, doch nicht. Gehen wir hier hoch. Ne. Okay. Dann hüpfe ich da mal rüber. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, weil die Entfernung wieder zu hoch ist. Genau. Zu weit. Ja, Monopoly natürlich. Ist halt so der Standard so. Und dann ist halt so, lustig ist, wenn ich mit einem Freund von mir namens Marvin spiele. Marvin und ich, wir sind sehr ehrgeizige Arschlöcher, was Monopoly angeht. Wirklich, ohne Scheiß. Also, weil irgendwann sind die anderen draußen und am Ende, also Monopoly bedeutet wirklich, dass ich am Ende immer, also wir fangen mit 4 Leuten, 5 Leuten an oder was, und am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass ich alleine mit Marvin ausmache, wer jetzt das Feld am Ende gewinnt. Also wer irgendwie dann wo, oder ob irgendwann einfach kein Bock mehr ist, weiter zu spielen, weil das irgendwie kein echtes Ende nimmt. Weil wir uns im Vorfeld die Sachen so gut gesichert haben, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, irgendwie irgendwas, ne? Also da müssen schon irgendwelche harten Sachen kommen, so von wegen einer hat eine komplett ausgebaute Schlossallee, was aber meistens nicht vorkommt, Schlossallee und Parkstraße, was meistens nicht vorkommt einfach, weil immer einer von uns beiden guckt, dass er sich eine von beiden Straßen sichert und der andere nimmt sich meistens die andere, damit halt die Situation irgendwann nicht entsteht, dass einer da drauf kommt und man dann nur wegen einmal irgendwo auf dem Feld kommen verloren hat. Also das ist, da steuert man entgegen. Aber so ist das. Risiko habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Würde ich aber irgendwie mal gerne wieder. Risiko ist eigentlich auch ziemlich geil. Kannst du halt genauso wie mit Monopoly, kannst du halt mega viel Stress aufbauen. Weil einige Leute meinen dann, also es ist halt ein reines Risiko, ist halt einfach. Also wenn du einfach World Domination spielst, ja, also der am Ende alles hat, der hat halt gewonnen. Dann wirst du dir halt irgendwie denjenigen rauspicken, der am strategischst unklügsten gespielt hat. Oder also am Anfang seine Einheiten gesetzt hat. Sondern das machen die anderen halt auch. Ne? Also jemand, der so ein bisschen mit Verstand spielt, macht es auch. Und dann kommt halt sehr schnell auf, dass sich jemand im gemobbt fühlt oder so, weil er halt dann sich andere augenscheinlich für ihn gegen ihn verbünden, was aber einfach nicht der Fall ist, sondern er hat einfach nur schlecht dann gespielt oder so gesetzt und demnach ist derjenige wahrscheinlich also so irgendwann als erstes draußen. Es sind aber auch meistens die ersten, die Leute, die am schnellsten probieren, Allianzen zu bilden. Einfach um den Leuten, mit denen sie Allianzen gebildet haben, am Ende irgendwann in den Rücken zu fallen. Alles schon erlebt. Ich habe ein sehr geiles Spiel, was ich einfach viel zu selten spielen kann mit ein paar Freunden von mir, weil einfach, weiß ich nicht, weil es einfach viel zu selten vorkommt. Das heißt Heimlich und Co. Wer Heimlich und Co. nicht kennt, der hat echt was verpasst. Es ist leider auch kein so bekanntes Spiel, obwohl es irgendwann mal, habe ich letztens jetzt die Tage noch gelesen, weil ich habe mir halt ein paar
Ich bin auf so eine Seite gegangen, wo alle deutschen und Umgebung Spieleverläge drauf sind, ne? Alles, was irgendwie mit dem Verlegen von Gesellschafts- oder Sammelkartenspielen und sowas in der Art zu tun hat, habe ich mir halt durchgelesen, wer wo alles bei ist. Und dann habe ich gesehen, dass die Firma, die für Heimlich und Co. Der Verleger ist, dass das Spiel anscheinend irgendwann in dem Jahr, wo es, glaube ich, rausgekommen ist, keine Ahnung, wann das gewesen ist, ist aber schon eine ganze Weile her, dass es sogar mal Spiel des Jahres gewesen ist oder irgendwie sowas. Oder einen Preis gekriegt hat für innovativstes Spiel? Für irgendwas. Für irgendwas hat es einen Preis gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau was. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall ist halt ein geiles Spiel auch. Und weil du da viel so raten musst und gucken musst, wer denn jetzt wer ist. Also das ist so Heimlich und Co., das ist, sagt schon ein bisschen so der Name, aber geht halt wirklich darum, gehen wir mal davon aus, es spielen vier Leute mit. Ja, du hast vier Mitspieler oder du und die anderen, ihr seid zu viert. Und dann sind aber fünf, sind es bei vier schon fünf oder sechs? Also dann sind es sind auf jeden Fall mehr Figuren auf dem Spielfeld als Spieler. Und jeder zieht am Anfang eine Karte, wo halt seine Farbe drauf gezeigt ist. Also damit nur du weißt, welche Farbe du in Wirklichkeit spielst. Und wenn du würfelst, darfst du jede Figur ziehen. Ja? Und zusätzlich zu der normalen Hauptfigur hast du noch einen Spielstein. Und das ist eigentlich der Spielstein, den du ins Ziel bringen musst. Und also ist ein bisschen in den ersten 2-3 Minuten verwirrend. Ne, weil einfach das ohne visuelle Erklärung gerade zu erklären, ist ein bisschen verwirrend. Aber du kannst halt jede Figur steuern. Und am Ende musst du halt irgendwie schaffen, dass dein Spielstein halt übers Ziel getragen wird. Und am besten natürlich als erstes, ne? Und das kannst du halt alles so ein bisschen auch manipulieren und so. Und das ist halt schon ein sehr cooles Spiel. Also ich habe mal mit Leuten gespielt, da war eine Ex-Freundin von mir bei, die hat irgendwann dann das Spiel dadurch gewonnen, dass die mit Absicht alle weiß machen lassen hat, ihre Spielfigur wäre eine ganz andere und hat ihre eigene Figur in dem ganzen Spiel nicht einmal berührt. Außer auf dem letzten Würfeln, genau. Dann hat die einmal gewürfelt und hat gewonnen. Also hat dann dadurch ihren Spielstein durchs Ziel bringen können. Und das war schon sehr, sehr interessant. Also die hat wirklich uns so gut ausgespielt, dass wir gedacht haben, die wäre gar nicht diese Figur. Heimlich und Co. Kann ich wirklich nur empfehlen, falls ihr mal Bock haben solltet, so ein Spielabend zu machen. Dann gibt es natürlich noch so Sachen, so einfache Sachen, wie das verrückte Labyrinth oder so. Ja, schön. Hier in der Mauer so vorbeizufahren. Gibt es natürlich noch so Sachen wie das verrückte Labyrinth oder so. Die natürlich auch Spaß machen, aber ja eher so die Kinderspiele sind. Ist ja halt so. Ist ja jetzt nicht mal was Schlimmes oder so. Oder Wertendes, sondern es ist nur mal ein Kinderspiel. So, ich mach einmal. Ah, toll. Natürlich nicht genug Stein, ne? So. Bauen wir hier an der Seite ein bisschen weiter. Ja, und da wäre ja wirklich die Frage, kennt ihr, habt ihr, spielt ihr noch Gesellschaftsspiele? Kriegt ihr ab und zu eure Freunde noch unter ein Dach vereint und macht irgendwas, wozu man jetzt mal kein Monitor, keine App, kein Nichts braucht? Ich meine, Mario Party und wie sie nicht heißen, ist natürlich auch immer eine lustige Sache, keine Frage. Aber die Sache, ne, so jemanden einfach gegenüber sitzen zu haben und
Ja, dann einen richtigen Würfel vielleicht auch oder seinem Gegenüber anzusehen, wenn er gerade am Schwitzen ist, weil du den gerade in eine prekäre Lage gebracht hast oder so. Ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Erlebnis, Vergnügen, als einem auf einem Monitor einen reinzudrücken. Ja, und da würde mich echt mal interessieren, wie ist das bei euch? Spielt ihr noch? Habt ihr überhaupt generell oder ist es gar nicht euer Ding? Kann ja natürlich auch sein, ne? Dass du so sagst, so, oh, ja, nee, hab ich jetzt keinen Bock, mich da dann hinzusetzen vor so ein blödes Spielbrett. Oder vielleicht auch Leute, die sagen, ich bin dafür zu ungeduldig und wenn ich dann verliere, schmeiße ich das Brett um. Ne, gibt es. Kenne ich welche von. Mit denen spielt man halt dann nicht. Irgendwann lässt man es halt dann. Aber es wäre natürlich mal interessant, sowas zu wissen. Oder ob ihr sagt, so, hey, ja klar, ich mache sowas gerne, aber ich finde einfach keine Leute mehr, mit denen ich dann zusammenspielen könnte. Das wäre natürlich eine sehr coole Sache. Und da könnte ich doch demnächst mal so initiativ ein bisschen was machen. Da habe ich Bock zu eigentlich. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde demnächst... Ja, dafür müsst ihr dann natürlich bei Facebook sein. Ja, da wird sich die Xamida dann zum Beispiel, weil ich weiß, sie ist nicht auf Facebook. Was sie auch schon 20 Mal in die Kommentare geschrieben hat mittlerweile. Also viele Kommentare fingen ja dann an, ja, weil ich ja nicht auf Facebook bin. Von daher gehe ich mal davon aus. aber da werde ich dann vielleicht eine Gruppe aufmachen, wo sich dann Leute verabreden könnten, um einfach Spieleabende zu machen. Das wäre doch eine coole Sache. Dann könntest du nämlich sagen, einfach klar, alles klar, ich habe Bock, wieder mit Leuten ein bisschen was zu zocken, einfach nur ganz normal. Irgendwie halt ein Gesellschaftsspiel. Und meine Freunde, ich sag gerne, meine Freunde sind kaputt, ich brauch neue. Weil die halt oft diesen Müßiggang verfallen. So, nee, ich mach heute gar nichts. So, und das kann ich ja nicht, ne? Also ich kann einen Tag nicht nichts machen. Also rumsitzen und den lieben Herrgott einen guten Mann sein, ist okay. Aber das ist so sein Ding und dann, ich muss trotzdem was machen. Ne, also ich kann nicht nichts machen, das geht nicht. Ne, aber für die Leute da draußen dann, die dann sagen so, hey, ich habe auf jeden Fall Bock und ich schäme mich nicht oder ich habe auch keine Berührungsängste oder so und ich mag auch gerne mal neue Leute kennenlernen, da wäre doch eine coole Idee, dann einfach so eine Gruppe aufzumachen, wo sich dann Leute miteinander treffen können und vielleicht dann richtig neue Freundschaften und so auch verbinden könnten. Die sich dann halt, ja, halt irgendwie dann zum Zocken einfach, zum Spieleabend machen, zum irgendwas treffen. Ne? Und die Sache ist ja auch die, wenn du halt dann da, gehen wir mal davon aus, du machst da mit. Ich glaube, ich mache das wirklich. Ich finde, es ist irgendwie eine schöne Idee. Ne? Und selbst, gehen wir mal davon aus, du findest da halt neue Leute oder findest eine Gruppe, mit der du spielen kannst. Aber die sind doof. Ja, du magst die irgendwie nicht, weil die benehmen sich nicht. Oder da ist jemand bei, der ärgert dich die ganze Zeit oder so. Ne, kannst ja auch nach dem einen Abend sagen, so, geh ich halt nicht nochmal hin. Ne, das ist ja keiner gezwungen. Und dann kannst du vielleicht anders nochmal eine Gruppe finden. Ne? Aber ich finde die Idee recht schön, dass man dann damit so ein bisschen Leute wieder verbinden kann. Und wirklich verbinden kann. Ja, sich halt auch kennenzulernen, miteinander was zu machen und ja, vielleicht auch, dass sich da dann vielleicht auch Rollenspielgruppen finden, wäre ja auch möglich, ne? Wäre ja auch möglich, ne? Dann, dass ich da vielleicht dann den ein oder anderen dazu kriege, Rollenspiel DSA-mäßig aktiv zu werden. Oder halt irgendwas anderes. Es gibt ja auch noch
hunderte von, also gibt ja wirklich eine ganze Menge anderer, ich muss hier Licht machen, sonst wird es zu dunkel für euch, gibt ja noch eine ganze Menge anderer Rollenspiele, Shadowrun natürlich, mit eins der bekanntesten, beliebtesten, Dungeons and Dragons, das amerikanische Äquivalent zu das Schwarze Auge. Vampires the Masquerade, ganz klare Sache. Gibt es eine riesige Fan-Community zu, ist mir bekannt. Ne, geht's halt um Vampire, Werwölfe, glaube ich auch noch. Da bin ich nicht so drinne. Tut mir leid. Also falls es doch keine Werwölfe genau da drinne geben sollte, sondern das dann wieder... Also es, weil das läuft alles unter Shadowlands oder so. Über so, unter so einem Oberbegriff. Bin ich halt nicht so drinne. Also ich bin lieber so der... Naja, also DSA oder halt... Naja, so die postapokalyptischen Sachen, so ist dann eher meins. Ne, also Shadowrun ist auch schon cool. So, bis hierhin, ne? Zwei, ne, richtig. So. Bauen wir hier den nächsten Turm hin. Dann muss ich ziemlich gerade nach vorne gehen, habe ich gesagt. Ne? Erstmal noch ein ganzes Stück nach da. Und dann müssen wir uns auch überlegen, was hier hinkommt. Oh, ich glaube, hier baue ich eine Kirche hin. Ich glaube, das wird eine geile Sache. Hafenviertel etc. Und dann kommt hier so eine riesige Kathedrale, möchte ich da hinbauen. Und da dürft ihr mir auch gerne den Stil zumindest vorschlagen. Ansonsten suche ich mir halt was raus. Ich habe auch schon ungefähr Vorstellungen und mal wäre zumindest auch dann da interessant zu wissen, ob eure Vorstellung oder euer Verlangen mit meinen Vorstellungen übereinstimmt irgendwo. Doch bis jetzt sind wir da meistens ja ziemlich d'accord gewesen. So, wie war das? Bis hierhin, ne? Ja. Genau hier auf dieser Ebene. Muss ich auch noch machen. Hier überall neue, also hier überall an der Wand entlang, Treppen lang bauen. Muss ich auch noch machen. So kann man natürlich dann später auch hier überall lang kommen, ne? Einfach hier auf der Balustrade langlaufen. Da überall rum Treppen dran machen. Das wird noch eine Arbeit, ey, sag ich euch.